Vor mir steht der WorkSharp Messerschärfer. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man damit Messer schärft. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Schleifbänder. Das grüne ist das 80er, wir haben das 220er und das 6000er. Das 80er ist sehr, sehr grob, das würde ich für normale Messer eher nicht empfehlen. Das 220er ist auch relativ grob. Es ist bedauerlich, dass es da keine Größe dazwischen gibt, zwischen dem 6000er und dem 220er. Ich fange jetzt an mit dem 220er. Dazu nehme ich, hier ist eben noch das 6000er drauf. Und wir ziehen als erstes das Schleifband auf. Das werde ich einmal demonstrieren. So, dazu den Kopf etwas runterdrücken, das Schleifband zentrieren. Und dann haben wir zwei verschiedene Schärfaufsätze. Das hängt mit den Winkeln zusammen. Wir haben zum einen für 40 Grad Klingenwinkel, also das heißt einseitiger Winkel 20 Grad oder eben in dem Fall 50 Grad für Outdoor-Messer. Also grundsätzlich ist es so, je größer der Winkel, desto stabiler die Klinge, aber auch desto weniger scharf ist sie. Desto häufiger muss man sie also nachschärfen für Gebrauchsmesser, wie man sie auf der Yacht eben verwendet, sind die 50 Grad eigentlich ganz gut geeignet. Wir setzen jetzt die Führung drauf. Und dann können wir gleich anfangen. Generell muss man dazu sagen, das Gerät ist relativ einfach zu bedienen. Allerdings muss man vorsichtig sein mit sehr hochwertigen Messern. Also ich habe hier als Beispiel mein Puma Weitbesteck. Damit muss man sehr vorsichtig sein, weil es dreht sich eben vergleichsweise schnell. Und wenn man nicht aufpasst und die Klinge dran hält, dann hat man eben Macken in der Klinge. Also generell muss man sich überlegen, ob man bei solchen Messern das Gerät einsetzen will oder ob man die nicht eben entweder jemandem gibt, der die auf einem langsam schleifenden Schärfer wie beispielsweise eine Tormek eben schärft. Bei günstigeren Gebrauchsmessern ist es sehr einfach. Ich werde es aber gleich mal eben demonstrieren. So, wir fangen an. Jetzt müssen wir jetzt natürlich noch den Stecker einstecken. Den sollte man beim Schleifbandwechsel natürlich immer abmachen, aus Sicherheitsgründen, dass man nicht an den Knopf kommt. Wir haben an der Unterseite haben wir den Ein- und Ausschalter. Wir stellen das Gerät jetzt stabil auf den Tisch und können es dann einschalten. So, das Schleifband ist zentriert und sobald ich loslasse, stoppt das Gerät auch. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man die ganze Zeit den Schalter gedrückt halten muss. Das hat man aber aus Sicherheitsgründen gemacht. Und ich werde jetzt einfach mal demonstrieren anhand verschiedener Messer, wie der Schärfvorgang geht. Was ganz wichtig ist, ich halte das von beiden Seiten, halte ich das an das sich bewegende Schleifband. Und man muss immer das Messer gegen die Außenkante drücken. Also das heißt, auf dieser Seite, ich ziehe es hier durch. Das sollte man auch nicht zu langsam machen, wenn das Gerät gleich läuft, damit sich das nicht zu stark erhitzt. Also das ist ein Vorteil des Geräts im Vergleich beispielsweise zu einem Bandschleifer. Das Schleifmittel ist deutlich verkleinert und dadurch ist die Hitzeentwicklung geringer. Hitzeentwicklung führt zu einer thermischen Veränderung oder durch thermische Einflüsse eben zu einer Veränderung des Metalls. Wenn das Metall zu heiß wird, dann verliert es eben seine Härte. So, und ich werde jetzt einfach mal demonstrieren, wie das ganze Schärfen funktioniert. Ich schalte es ein und ziehe es jetzt etwa anderthalb Sekunden über das Schleifband. Etwa dreimal. In der Bedienungsanleitung steht auch fünfmal. Das hängt halt einfach davon ab, wie stark die Klinge beansprucht wurde. So, es bildet sich dann eben ein feiner Grat. Das heißt, es muss ja ausreichend Material abgetragen werden. Ich ziehe es jetzt noch zweimal durch. So, das war's schon. Jetzt ziehen wir erstmal wieder den Stecker. Und jetzt wechseln wir auf das 6000er Schleifpapier bzw. Schärfmittel. So. Das ist der Vorgang, der immer am längsten dauert.
Na. So, dann das Ganze wieder zentrieren. Wir stecken den Stecker wieder ein. Und jetzt ziehen wir eben auf dem feinen Schleifpapier, ziehen wir das Messer jetzt ab. Auch hier arbeite ich wieder mit relativ wenig Druck. Und immer schön an die Außenkante drücken. Wenig Druck und kontrolliert durchziehen. Also man sagt ungefähr 1 bis 2 Sekunden. Ich bin jetzt nicht ganz so schnell. Aber wenn ich mit wenig Druck arbeite, ist das schon okay. Die Klinge ist jetzt geschärft. Wenn man eben vorsichtig ist, geht das auch völlig ohne Kratzer. Wir können uns das Ganze eben in der Detailaufnahme mal angucken. Gut, ich demonstriere das jetzt nochmal anhand eines anderen Messers. Es gibt also ja verschiedene Arten von Messern. Ich selber verwende zum Aufbrechen auf der Yacht, gerade wenn es ein bisschen schneller gehen muss, ganz gerne die sogenannten Gekrösemesser aus dem Schlachtereibedarf. Auch die kann man damit sehr gut schärfen. Die sind vergleichsweise sehr günstig und haben eben vorne keine Spitze, sondern so einen Knubbel. Ich wechsle jetzt als erstes das Schärfband. So, dann stecken wir den Stecker wieder ein. Und ich kann eben auch ganz leicht bei dieser komisch geschwungenen Klinge das Ganze schärfen. Einschalten und das Messer einfach durchziehen. Und auch hier gilt wieder, die Klinge an die Außenkante der Führung gegendrücken. So 4-5 Mal von jeder Seite, je nachdem, wie beansprucht die Klinge ist, ob irgendwelche Macken drin sind. So, als kleinen Tipp kann man auch, wenn dieses Schärfband schon ein bisschen benutzt wurde, dann werden die mit der Zeit weniger abrasiv. Das heißt also, ich nehme weniger runter. Dadurch wird das aus dem 220er wird eigentlich ein bisschen feineres, also was aus meiner Sicht eigentlich zum Nachschärfen ideal ist. Also ich würde dann ein neues nehmen, wenn ich eine sehr Klinge habe, die sehr stark eben verschlissen ist. So, jetzt wechseln wir wieder auf das Feine. Man kann natürlich auch, um das Ganze schneller zu gestalten, wenn man mehrere Messer auf einmal schärfen will, schärft man hintereinander weg, eben erst auf dem Groben und wechselt dann auf das ganz Feine mit allen Messern. Dann spart man natürlich erheblich Zeit, aber ich will das hier einfach mal der Reihe nach demonstrieren. So, jetzt das Feine wieder drauf. Ja, einfach den Kopf runterdrücken. Das Ganze in der Führung. So. Das war's schon. Jetzt ziehen wir das Messer. Erst wieder den Stecker. So, jetzt ziehen wir das Messer mit dem 6000er Schleifband ab. Und auch hier zum Schluss mit ganz wenig Druck das Ganze abziehen. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, das Messer danach zu behandeln. Ich persönlich verwende eigentlich sehr gerne einen sogenannten Lederriemen. Also das ist einfach eine gehobelte Latte, wo Leder aufgeklebt wurde. In dem Fall mit Chromoxidpigmenten oder es gibt auch verschiedene Schleifpasten im Handel, die man dafür verwenden kann. Diamantpaste geht auch. Damit erziele ich ein noch feineres Finish und poliere die Schneide, was nochmal deutliche Schärfe eigentlich bringt. Also deswegen hat die Tormek beispielsweise diese Lederseite auch mit wenig Druck wieder 3, 4, 5 Mal drüber ziehen. Man erneuert einfach von Zeit zu Zeit diese Polierpaste und dann hat man Rasiermesserschärfe. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz sinnvolle Variante. Wir haben gesehen, wie einfach sich mit dem Worksharp Messer schärfen lassen. Natürlich kann man damit nicht nur Messer schärfen, man kann auch andere Werkzeuge wie beispielsweise Scheren damit nachschärfen. Spielt jachtlich aber nicht so die Rolle, deswegen habe ich das hier nicht gezeigt. Ich kann den Worksharp uneingeschränkt für alle Gebrauchsmesser empfehlen. Gerade am Anfang sollte man auf jeden Fall auch damit üben, wenn man nämlich nicht aufpasst und das Messer nicht ganz an die Außenkante hält, sondern ein bisschen nach innen dreht und das Schleifband dann die Klinge zerkratzt, ist das natürlich ärgerlich, wenn wir ein sehr teures Messer haben, wie beispielsweise dieses Puma Weitbesteck. Für den erfahreneren Anwender ist auch damit das Schärfen grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Es erfordert aber sehr viel Vorsicht.
Deswegen meine Empfehlung ganz klar, einfache Gebrauchsmesser, kann man damit problemlos schärfen. Bei teuren Messern gehört Erfahrung dazu. Wenn man sich unsicher ist, sollte man es vielleicht lieber dann damit sein lassen.